Lesen und verstehen Sie vor Gebrauch immer die Gebrauchsanweisungen des Trägerpass Colt, Trägerpass Micro und der verwendeten Komponenten. Die Nutzungsbeschränkungen und alle Warnhinweise sind unbedingt zu beachten. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Ihre autorisierte Trägerorganisation. Das Trägerpass Colt und das Trägerpass Micro bilden zusammen mit einer Vollmaske, einer Druckluftflasche und einem Lungenautomaten ein Atemschutzsystem für kurze Arbeitszeiten. Reine Arbeitsgeräte sind auf dem Produktetikett mit der Norm EN137 gekennzeichnet. Bitte machen Sie sich mit den verwendeten Geräten vertraut. Der Trägerpass Colt ist ein hüftgetragenes System. Das Trägerpass Micro ist ein schultergetragenes System. Im Folgenden zeigen wir Ihnen den korrekten Umgang mit den Geräten und was Sie nach dem Gebrauch beachten müssen. Für den Einsatz in Arbeitssituationen mit der Option einer externen Luftversorgung sind Druckminderer, Manometer, das den Flaschendruck anzeigt, Hochdruckwarnsignal, das ertönt, wenn der Flaschendruck niedrig ist, Mitteldruckkupplung für den Lungenautomaten, optionale Leitung zum Anschluss an eine Airline-Versorgung mit oder ohne automatischer Umschaltvorrichtung. Weitere Informationen zu einem automatischen Umschaltventil finden Sie in einem separaten Video. Ein Schultergurt und ein Beckengurt mit einem an der Hüfte montierten Flaschenholster. Rückentragesystem und Beckengurt mit rückseitig montierter Flasche. Führen Sie eine Sichtprüfung aller Teile durch. Überprüfen Sie, ob das Gerät sauber und unbeschädigt ist. Öffnen Sie den Beckengurtverschluss und öffnen Sie den Beckengurt und den Schultergurt vollständig. Führen Sie den linken Arm durch den Schultergurt, nehmen Sie ihn über den Kopf und positionieren Sie ihn auf der rechten Schulter. Positionieren Sie den Gurt diagonal über dem Körper, wobei die Flasche an der linken Hüfte anliegt. Legen Sie den Beckengurt um die Taille. Befestigen Sie die Schnalle und ziehen Sie den Beckengurt fest. Ziehen Sie nach unten, um den Schultergurt einzustellen. Verbinden Sie, je nach System, den Lungenautomaten mit der Maske. Legen Sie das Nackenband der Vollmaske über den Kopf. Drücken Sie die rote Taste. Öffnen Sie die Flasche. Überprüfen Sie die Druckanzeige. Ziehen Sie die Vollmaske gemäß der Gebrauchsanweisung an. Führen Sie eine Sichtprüfung aller Teile durch. Überprüfen Sie, ob das Gerät sauber und unbeschädigt ist. Öffnen Sie den Beckengurtverschluss und öffnen Sie den Beckengurt und den Schultergurt vollständig. Setzen Sie das Gerät auf. Ziehen Sie den Schultergurt in eine bequeme Position. Legen Sie den Beckengurt um die Taille, befestigen Sie die Schnalle und ziehen Sie den Beckengurt fest. Verbinden Sie, je nach System, den Lungenautomaten mit der Maske. Legen Sie das Nackentrageband der Vollmaske über den Kopf. Drücken Sie die rote Taste. Öffnen Sie das Flaschenventil. Überprüfen Sie die Druckanzeige. Ziehen Sie die Maske gemäß der Gebrauchsanweisung an. Die Flasche sollte bei der Verwendung mit einem Pass ASV jederzeit geöffnet sein. Wenn ein Alarm ertönt, trennen Sie die externe Luftversorgung. Verlassen Sie zu diesem Zeitpunkt sofort den Gefahrenbereich auf dem kürzesten und sichersten Weg. Wenn Sie sich in einem sicheren Bereich befinden, entfernen Sie die Maske gemäß der Gebrauchsanweisung und drücken Sie sofort die Reset-Taste, um den Lungenautomaten zu deaktivieren. Schließen Sie das Flaschenventil. Drücken Sie die Luftdusche, um das System vollständig zu entlüften. Trennen Sie den Lungenautomaten von der Vollmaske. Öffnen Sie den Beckengurtverschluss. Heben Sie die Schultergurtschnalle an und legen Sie das Gerät ab. Öffnen Sie den Beckengurtverschluss und heben Sie den Schultergurt an, um den Gurt zu lösen. Legen Sie das Gerät ab. Führen Sie vor und nach dem Gebrauch eine Sichtprüfung durch. Führen Sie Wartungen und Prüfungen gemäß der Gebrauchsanweisungen durch. Diese Aufgaben dürfen nur von Träger oder geschultem Personal ausgeführt werden.